Unser Thema heute ist Gesundheit und Fitness. Wir haben 5 Apps. Da geht es um Sport, also Leistungsmessung. Apps zum Relaxen oder zum Rücken aufpolieren. Und wir haben interessante Geräte, die noch gar nicht im Handel sind. iPhone-koppelbaren Geräten, mit denen man Blutzucker messen kann, Blutdruck messen. Voll im grünen Bereich. Nee, ich bin hier voll im grünen Bereich. Wir haben uns gedacht, jetzt kommt der Frühling. Über den Winter haben wir ein bisschen Speck angesetzt. Und vielleicht fühlen sich dann einige ein bisschen mehr motiviert, wenn das iPhone mit dabei ist beim Trainieren, beim Abnehmen. Mein Name ist Florian Schwantner. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von der Runtastic GmbH. Mit unserer App ist es möglich, egal ob wir jetzt laufen, Radfahren, Nordic Walken, spazieren gehen, alle Outdoor-Sportarten mitzutracken. Sprich, der GPS-Filter oder der GPS-Empfänger im iPhone trackt die Daten mit, die Position, die Distanz, die Zeitdauer, aber auch Kilokalorien und viele weitere Daten. Und wenn man dann eine Session absolviert hat, dann kann man diese in ein Fitnessportal im Internet abspeichern. Und so hat man immer sein aktuelles Sporttagebuch im Internet zur Verfügung. Also eine rundum universale Fitness-Applikation. Ich bin Arzt und Mediziner und habe zusammen mit einem Team von Entwicklern die App Rückendoc entwickelt. Und heute werde ich die vorstellen, um zu zeigen, was man eigentlich mit so einem mobilen Gerät machen kann, um jetzt speziell in diesem Fall seine Rückenmuskulatur aufzutrainieren. Grundsätzlich müssen die Leute etwas fitter werden, weil die meisten Leute heute wirklich, was ihre Muskulatur angeht und was die Wirbelsäule angeht, eher degenerieren. Bedingt durch den Job. Wir sitzen viel, wir sitzen die ganze Zeit im Auto, wir sitzen vom Computer, wir haben eigentlich wenig Bewegung. Das iPhone ist ein gutes Medium, um sowas zu machen, weil man das iPhone ständig dabei hat mit Erinnerungsfunktion und man daran erinnert, dass man jetzt was tun soll. Und hat auch die Möglichkeit, das als Nachschlagewerk, wie gehen in die Übung, das überall und jederzeit zu machen. Ich möchte ein bisschen um ein Experiment bitten. Und zwar, wenn ihr alle mal ganz kurz aufsteht. Kurz ein bisschen aufstehen, gleich viel Platz schafft, so rechts und links. Mein Name ist Dagobert Speicher. Ich bin derjenige, der auf der App zu sehen ist, und zwar auf einer Qigong-App. Es geht um körperlichen Ausgleich, um energetischen Ausgleich, um Blockaden zu überwinden, aber auch darum, innerlich ein bisschen Ruhe zu bekommen. Und eben auch, um körperlich ein bisschen was für die Gesundheit zu tun. Mein Name ist Daniel Holtwiesche von Danhold for Mac. Wir stellen vor die Applikation Movator. Die App Movator kann Bewegungen eines Benutzers von einem iPhone zum Beispiel aufnehmen, also wie ein Rekorder. Ich hüpfe und ja! Auch das Icon hüpft. Sie kann qualitativ erfassen, was der Betreffende gerade tut. Also Alltagsgeschichten. Gehen, laufen, mit dem Fahrrad fahren, Auto fahren. Sozusagen ein Device, was in der Lage ist, Bewegungsmuster zu erkennen und diese automatisch abzuspeichern und in Beziehung zu setzen mit anderen Parametern und Daten wie der Ernährung und Blutdruck, Gewicht und all diese Dinge. Mein Name ist Ilja Michaelis. Ich bin hier für die Medisana AG. Wir haben verschiedene Messgeräte fürs iPhone entwickelt. Die drei Messmöglichkeiten sind hier abgebildet. Da haben wir einmal hier Temperatur. Da kann ich dann reingehen, da kann ich die Temperatur messen. Ich habe hier die Blutzucker-App, den Glucodoc, und habe hier dann noch den sogenannten Cardiodoc, der ist dann zum Blutdruck messen. So, jetzt ein bisschen Druck drauf. 173 zu 33. Oh, das ist nicht gut. So, und jetzt habe ich hier diesen, der nennt sich Thermodoc. Ich stehe hier unten rein und halte mir den dann im Prinzip 2 cm für die Stirn. Ich bin ganz heiß. Ja. 37 Grad. Also da geht ja mal ein Träger sehen. Und das Ganze kann ich dann speichern. Habe ich hier mein Tagebuch, und jeweils mit Datum und mit den Kommentaren, die ich hier dazu eingegeben habe, und kann das Ganze im Prinzip so durchgehen oder auch meinem Arzt zeigen oder irgendjemandem. Immer wieder frisch, man bekommt irgendwie immer wieder neue Ideen, was man für Apps runterladen kann, und das ist so meine Intention, hierher zu kommen. Es ist wahnsinnig innovativ, es stellt die Verbindung zwischen Entwickler und dem Endkunden hautnah zur Verfügung. Ich kenne den Rückendoc zum Beispiel und habe heute noch ein paar Funktionen mehr kennengelernt, die ich selber im Test gar nicht rausgefunden habe. Die Runtastic finde ich sehr interessant. Ich bin zwar selber kein Jogger, aber vielleicht werde ich noch einer. Runtastic, genau, die fand ich am besten. Die ist einfach am nützlichsten, die macht einfach was die Leute wollen. Ich fand aber auch die Qigong-Geschichte sehr spannend. Das zeigt, dass das iPhone wirklich sämtliche Richtungen, Gruppierungen und Einsatzmöglichkeiten bündelt.
und da so das gemeinsame Medium für viele sein kann. Der ultimative persönliche Fitness-Tipp. Ja, unsere App runterladen, Runtastic. Mein Fitness-Tipp ist, viel Sport zu treiben und lange zu schlafen. Muskelaufbau und Ausdauer sollte man beides trainieren. Also am besten ist es, sich im Wald zu bewegen, weil die Bäume zusätzlich noch Stoffe absondern, die uns dann gleichzeitig bei unserer körperlichen Bewegung auch noch ganz gut tun. Vielen Dank! Nebenan ist jetzt Developer-Garden. Wer ein bisschen Lust hat, noch andere Entwickler kennenzulernen oder mit seinen App-Ideen vielleicht mal ein paar Erfahrungen auszutauschen,